Und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Opa spielt Minecraft. Welche Folgenummer das ist, weiß ich nicht. Ich mache das heute mal ein bisschen anders. Ich werde mich zu Beginn, jeder Folge eine kleine Anmoderation machen, so wie das ein Zuschauer mal vorgeschlagen hat, und zum Ende jeder Folge eine kleine Abmoderation. Dann passt das natürlich nicht mehr so gut mit der Tag und Nacht, habt ihr gerade gesehen, dass ich dann, dass die Abmoderation länger dauert als mein Schlaf. Nun gut, ist halt so. Euer Wunsch ist mir Befehl, oder wir sagen, das ist natürlich auch gefährlich, ja. Also nicht Befehl, ich sag mal so. Wir testen das mal, ne? So, hier machen wir einen Weg aus. Das ist der. Dann machen wir hier eine Treppe hoch. Wie hoch gehen wir da oben rauf? Mal gucken, wir haben hier also 3. Da ist die Decke, wenn man so will. 1, 2, 3, 4 Meter hoch. Bis zur nächsten, oder ist das da oben schon? Ne, 4 Meter hoch. Okay. Machen wir das hier ganz genauso. Gehen wir hier 4 Meter hoch. Also 4 Meter hoch. 1, 2, 3, 4. Und da oben. Hier wäre dann der, was? 1, 2, 3, 4. Ne, da oben wäre der Fußboden. Da wäre der Fußboden. Das heißt, hier kommt dann die Treppe hin. Ah, da machen wir uns doch mal so eine schöne Ersatztreppe hier, oder provisorische Treppe. Huch. Ist jetzt alles ein bisschen enge. Wollen wir das wirklich so eng machen? Oder mache ich das lieber ein links rüber? Die Treppe jetzt nicht so breit sein lassen wie die andere. Also so ist das eigentlich schon okay. Eins, zwei, drei, vier und... Hier müsste man dann hinkommen. So, dann würde ich mal sagen, wir machen also hier dann den Fußboden hin. Geht das natürlich noch tierisch weit hoch. Aber wir können ja hier um die Ecke biegen, sagen wir mal. Dann machen wir hier unsere Zierpflanzenabteilung hin. Hier rechts. Und da sind wir ja auch hier in einem kleinen hübschen Bereich. Oh, da muss ich aufpassen hier, dass man da nicht runter saust. Sandstein. So, okay. Dann wird hier der... Ja, da brauchen wir hier keine Bewässerung bei den Zierpflanzen. Mache ich hier die Zierpflanzen-Ecke hin? Wie breit? Gehen wir da bis zur Brücke rüber? Vielleicht. Ist ja nicht so weit. Das heißt, wir machen die dann bis hier.
gucken wir mal, wie das aussieht. Wird natürlich ein großes. Ach, das geht eigentlich. So löcherig ist das gar nicht. Habe ich keinen. Ich habe nichts mehr. Oh Mann. Ja. Gehen wir mal zurück ins Lager. Und basteln uns eine neue Schaufel. So. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal ein Thema überlegen. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt hier runtergelaufen, darunter und da raus. Aber ich habe doch hier eine Tür oder einen Ausgang. Mann, oh Mann. So. Das wäre ja viel näher gewesen. Ein schönes Thema überlegen, ja. Ich habe jetzt. Ab und zu auch so Videos über Sprachen an. Gerade eben kurz vor der Aufnahme habe ich noch eins gesehen, ein Video über den Unterschied zwischen Deutsch, Niederländisch und Dänisch von einem Engländer. Das heißt, der hat dann so Sachen gebracht, dass man das SZ und das Ä und das Ü, Ö, dass das typisch deutsche Sachen sind. Wenn man also irgendeinen Text liest, da kommt das drin vor, dann Werkzeuge. Ich habe keine Schaufel mehr, ne? Nur noch diese kaputte hier. Naja, 125, 175 könnte man noch machen, aber ich mache mal Erze. Machen wir uns mal drei Schippen. Ja, dann gibt es beim Dänischen natürlich das Ö, dieses durchgestrichene, und das O wie bei Obenra. Das sind dann typisch dänische Sachen. Und im Niederländischen gibt es dann dieses I, ne, das IJ. Und dann gibt es sehr viele doppelte Vokale in Worten, weil die bei langen Vokalen die Niederländer. Huch! Naja. Weil die Niederländer bei langen Vokalen gerne verdoppeln. Im Deutschen steht da meistens gar nichts oder ein H oder ein I als ein E als Längenzeichen. Ja, also zum Beispiel Schiene, und da wird das wird mit E geschrieben, aber Maschine nicht. Es gibt so kleine Gemeinheiten in der deutschen Sprache natürlich, ist klar. Warum schreibt man Schiene mit E und Maschine nicht? Also das sind so Sachen, die ich mir jetzt auch so nicht beantworten kann. Aber man muss halt nicht alles wissen. Vieles muss man lernen, noch im Englischen ist ja mit der Aussprache dann immer so eine Sache. Das werden ja die Worte manchmal ganz anders ausgesprochen, als sie. Ja, das war geschickt. Als sie geschrieben werden. Zum Beispiel diese schöne Soße da, ne? Schreibt sich Worcestersoße. Ja, wie nennt man das dann? Worcestersoße. Wer soll denn darauf kommen, dass es Worcester oder Worcestersoße heißt? Da steht doch noch ein Chester. Und dann gibt es einen Käse, der Chester heißt. Da wird auch Chester gesprochen. Manchester wird auch Manchester gesprochen. Aber Leicester wird Leicester gesprochen. Also, und Worcester, Worcester. Ja, Worcester, Leicester, aber Manchester, nicht Menster, und auch nicht der Käse, ist auch nicht der Käse. Also es gibt schon komische Sprachen oder komische Regeln, auch im Deutschen natürlich. Und ich will mal in der nächsten Folge, also hier unten mache ich noch ein Feld mit Bewässerung hin, sag ich mal. Das könnte man dann bis, ja, was weiß ich, bis irgendwo hin machen. Von da geht dann noch eine Treppe hoch, da könnte man da oben noch irgendwas hinsetzen, und dann ist man ja schon an der
Eisenbahn da, dass man da irgendwie mit abschließen, aber hier machen wir unsere, wird schon wieder dunkel, aber hier machen wir unsere Zierpflanzenecke hin. Seid ihr damit einverstanden? Ich hoffe doch, wenn nicht, ihr müsst es so nehmen, wie es kommt. Wie gesagt, ihr kriegt am Ende der heutigen Aufnahme, welche Folge oder es auch immer sein wird. Das wird um die 1800 sein. Mir wurde gesagt, ey, du gehst ja schon auf die 2000 zu und ich habe erst 7. Ja nun, manche Leute haben 7 Folgen. Anderen 2000 und andere sind schon über 2500. Na, so ist das. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten, bis morgen. Dann heißt es wieder, Opa spielt Minecraft. Tschüss.